Jo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Adventure Map mit Markus und Sven. Aber wenn sie mal versteckt. Yeah. Und jetzt hört mal auf mit den scheiß Cookies, sonst schiebt man den Server ab. Was ist es? A day before Christmas. Yeah, der letzte Tag vor Weihnachten. Woop, woop. Kommt auch Leute, die mir brauchen. It's a day before Christmas, but Santa can't find materials to make the last present. If you won't make, then all children in the world will have their present. Expect one. So you must find your way to Christmas Village and talk to Santa. Oh, ein Kind bekommt kein Geschenk. Ja, hat Pech gehabt. War's nicht lieb. Okay. So, können wir? Juhu, funktioniert. Oh, where? Wo bin ich? Das ist nicht so wichtig, weil ich bin... What's... Okay, ich muss dem Licht folgen. What? Oh, ein Haus. Was ist da drin? Wenn Sven mal warten würde, bis wir alle mitkommen. Schnell, komm hoch. Ja, jetzt halt doch mal, warte doch jetzt. Mach doch gar nichts. Übersetzen und lauf. Oh, be careful. Ah, nee. Bitte, hilf mir. Diese bösen Banditen haben die Kontrolle über diesen Platz übernommen. Bitte rette uns und greif sie an. Du musst aufpassen, weil du hast keine Rüstung. Geh zu Blacksmith Frank und nimm dir zusammen ein bisschen Panzerung von dem. Panzerung ist immer gut. Wo? So, und irgendwas kriegen wir von den Banditen dann. Im Zeug ist nichts drin, habt ihr geguckt, ne? Jo. Blacksmith irgendwas. Der hat Panzerung für uns. Oh, da ist ein Zombie oder was? Blacksmith Frank. Oh, das sind die Banditen. Zu dem würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde sagen, wir gehen zu Blacksmith Frank. Was ist denn? Ah, da. Erstmal das ganze Brot gesnackt. Hey! Ich will auch was. Hast du was? Jetzt hab ich Stiefel. Vielleicht sollte einer von uns auf Kampf gehen. Futur, du bist der aufnimmt. Du kriegst jetzt die komplette Ausrüstung. Genau, Markus. Ich krieg die Ausrüstung, ne? Ich weiß mal sterben. Ich hab hier noch einen Hut. Jo, ich hab wohl viel Leben jetzt. Kann das sein, dass man jetzt mehr Leben kriegen kann durch die Rüstung? Ja, das geht schon immer. So, das heißt, du bist jetzt unser Kämpfer. Ja, Attacke! Attacke! Bam, bam! Oh, richtig geiler Scheiß. Die sterben nicht. Aber scheint doch fast so, als hätten die mehr Leben. Ja, die gehen nicht kaputt. So, wer ist das hier? Oh, ein Banditenbogenschütze. Der aber voll einen Hänger hat. Oh. Der macht ja 3 Herzen Schaden. Ja, hab ich gleich. Hammer, gut, auch tot. Kekse! Yeah, das sind richtige Profis. Na, brutal. Ja, wir müssen zu Barber Robin. Zu wem müssen wir? Haben wir jetzt alles? Barber. Haben wir jetzt das gefunden, was wir brauchen? Oh, jetzt bin ich auf den gefangen. Aber wir sollten die Banditen bekämpfen, hat er gesagt. Schnell. Das haben wir jetzt ja gemacht, ne? Ja, aber. Guck mal, der kann sogar Lagerfeuer machen. Wie geil ist denn das denn? Warum gibt's das nicht für Taggett? Ja. Hallo? Tor aufmachen. Ja, ich hab mal Mut mit mir. Ich bin bei dem, aber das sagt nichts. Ja, wir mussten die Banditen bekämpfen, das haben wir doch jetzt gemacht. Ja. Hey, Blacksmith Frank. What's up? Warum machst du nix? Sind jetzt alle tot. So. Da tauscht auch nix. Sind wir jetzt oh, das ist eine Kiste. Wie TNT, Feuerzeug und Sonnenblume. Na gut, dann spreng das Tor. Ja, ich glaub mal, das musst du hier hinsetzen. Auf dem Bedrock. Okay. Sprengung. Juhu. Okay. Das erklärt einiges. Aber nicht schlecht gemacht. Soll ich mal runterschubsen? Na. Dann macht das schon persönlich. Ja, muss ja runtergehen, ne? Ja, müssen wir. Oh, ich glaube, das hier wird ein Rätsel. Ah, Gott, ich habe genug Leben. Oh, ich sehe da schon was. Ah, das ist weg. Oh, hier ist überall. Da ist ein Knopf, Michaels! Hier kommt random Lava hoch. Passt auf. Und Spikes und so. Was sind Spikes? Spikes. Oh! Nee. Aua. Nein! Nein! Oh no, ich bin tot. Jo. Ich hab ein Lever.
ist unfair. Ja, lieber. Ja, du musst wieder zurück wahrscheinlich. Nein, ich bin auch mit tot. Mit deinem Lever. Ja, ich hab dich gut. Geh mal drauf. So, und jetzt. Mal da drauf. Meinst du hier hoch? Nee, ich vermute nicht. Da. Ich vermute hier drüben. Ich wir brauchen noch einen Block dafür. Hast du einen Block? Stimmt. Hast du einen Knopf? Ja, da oben ist ein Knopf und das geht hoch. Stopp. Ah, okay. Also, mach mal. Das langt geht ja aber nicht. Auch nicht. Nee, da fehlt dir ein Block, wo du draufsetzen musst. Ja, was war das? Weiß nicht. Eigentlich ist das Ding hier gerade explodiert. Was? Vielleicht Goldcoin irgendwas? Was hast du, ein Goldcoin? Ein Goldcoin habe ich, ja. Kann den Bau aber jetzt nicht mehr abbauen, den Lever. Nee. Kannst du auch nicht mehr. Was war das jetzt schon wieder? Gehst du nochmal gucken? Aber da haben wir alles rausgemacht aus der Kiste. Da kommt also, das Zeug macht aber auch ganz komische Sachen. Du kommst nicht hoch. Doch, seht ihr das, dass ich manchmal so Animationen unter mir habe? Ja. Kann ich hochschlagen? Nein, nicht schlagen. Ich kann nicht hochschlagen. Geht nicht über drei Blöcke. Aber Markus, drück drauf, ich klopfe ihn hoch. Teamwork! Also bist du auch anderen gewinnt. Ich hab den anderen Hebel. Eins bis zwei ich hab den anderen Hebel. Ja, stimmt, es kann ja sein, dass es wirklich so war, weil man wirklich zwei Leute braucht dafür. Naja, ein bis zwei Leute, das muss auch alleine gehen. Ja, aber ist es scheißegal. Ja. Ja. So schlecht sind wir dann doch nicht. Ah, hier ist ein Knopf. Oh. Au! Die Wand schließt sich wieder. Hallo, das war die Wand, die ihr euch verprügelt habt. Und oh, oh, what? Ein gefrorener Fluss. Oh, ich habe ein Haus gefunden. I have Igloo. Igloo. Ah, oh, ich frage mich, was hier drin ist. Ein Bett? Was ist da drin? Noch ein Haus. Du kannst nachts nur schlafen. Aua. Hab schon wieder alles gesnackt. Ich hab auch ein Haus gefunden. Da ist nichts drin gewesen. Was hast du? Die ganzen Goldcoins. Goldcoins gefunden. Man kann es nachher wieder tauschen. Oder hier tauschen. Geht's hier runter? Na, ich denke mal. Ja. Geh mal gucken. Ich hab's den Geheimweg. Ja, wenn wir jetzt dann wieder bei keine Ahnung wo sind. Ist immer falsch. Oh nee, tauchen. Ach du Scheiße, das ist ein Unterwasserlabyrinth. Na super. Ich hab einen Ausgang. Ich werde überleben. Oh ja auch. Oder auch nicht. Ah doch, jetzt kommt dann Luft. Wo sind wir eigentlich? Keine Ahnung, ich bin hier gerade unter Wasser und es ist nicht schön. Scheiße, ich bin im Gegensatz zum Strom, das ist kacke. Oh. Kommt hier irgendwo Luft? Ah ja, da. Oh, Gott sei Dank. Ja, sind wir jetzt wieder hier? Nö. Ne. Oh, was ist das andere hier? Richtung? Nein, ich glaube, hier brauchen wir einen Knopf. Nein, oder? Nee, hier sind wir, hier ist, halt die das Schnauze. Gleiche. Das ist ein Solarpanel, oder nicht? Wir müssen da lang gehen. Ja. Wahrscheinlich. Ich hab keine Ahnung. Ja, einfach weitergehen. Ah, Kiste. Okay. Fackel. Zwei. Fackeln? Die Fackeln müssen wir wahrscheinlich bei den Solarpanels auf die. Gib mir einen, Markus. Dann stehe ich auf die andere Seite. Wenn wir wieder stehen können. Da können wir hier stehen? Wie? Stehen. Da. Hinter dir. Hier? Hinter dir. Hinter dir immer noch. Was denn? Mein Sven. Was macht ihr? Hier müsst ihr rein. Da haben wir eine Schnauze. Hier ist halt auch Lachen. Strom. Ich glaube, wir müssen das Eis hier schmelzen. Kann das sein? Schmelzen Solarpanels oder Fackeln Eis? Ich hab jetzt eine Fackel platziert. Nein. Ich hab's passiert. Ich muss hier erstmal rauskommen, ich komme gegen den Strom gerade nicht an. Du musst auf Rennen drücken. Da rein. Achso, das sind zwei Räume. Ja, du verstehst auch langsam die Logik, ne? Oh, yeah! Da oh, rein. Das Eis schmilzt. Langsam. Nee, schnell, quickly. Okay, jetzt müssen wir hier wieder raus. So langsam. Wo müssen wir jetzt hin? Danke. Rausgehen. Danke.
Ja, es reicht. Immer auf Rennen drücken. Dann geht das schon. So. Muss jetzt alles geschmolzen? Ist nicht mal draußen. War außen der gefrorene Eingang, Futur. Du checkst die ganze Story nicht. Die ist schon zu kompliziert und die ist von wahrscheinlich von einem 10-Jährigen geschrieben oder so. Hier ist doch nirgendwo ein gefrorener Eingang. Doch, hier war natürlich eben kein da Wasser. Da oben war ein gefrorener Eingang. Hier war kein Wasser eben, das weiß ich. Ach, siehst du? Wahrscheinlich ist da oben was geschmolzen. Ja, möglich. Bisschen Cheating und wir haben es echt leicht gemacht. Alter, ich hasse Wasser. Mehr nicht, Alter. Das ist ein Schwimmtraining. Oh, geil. Ja, der Eingang ist geschmolzen. Ah. Alter, wie hat er denn das gemacht? So, ja, komm mal, Blocks. Bin fertig mit Essen. Oh, ein Waffenhändler. Ja, gleich wieder die Waffensnack. Oh, Village Guard. Hallo Abenteurer, es tut mir leid, aber ich kann dich nicht reinlassen, weil das Tor verschlossen ist. Der Torschlüssel ist in der Truhe. Aber um das zu öffnen, brauche ich meinen Officer-Schlüssel. Wenn du in das Dorf rein willst, dann musst du den in der Höhle finden, wo ich ihn verloren habe. Also ich vermute mal Höhle, hier. Juhu. Denkst du, hier gibt's Fallen? Kann möglich sein. Wahrscheinlich. Man munkelt. Man munkelt. Man munkelt. Oh, was ist das? Geil. Kapier ich nicht. Tod und Leben oder was? Wind und Feuer. Tod und Leben, okay. Oh, tote Seite. Oh. Die müssen aufeinander zeigen, da wäre ich voll dafür. Ja, so ist richtig. Nein, ist nicht. Vielleicht müssen wir irgendwas finden, was das irgendwie sagt, was wir machen müssen. Oder wir nehmen einfach den anderen Weg. Das kann auch sein. Vielleicht müssen wir irgendwas reinlegen und dann das Zeug drehen. No. Oh Gott. Bilderrätsel. Nee, es sind lauter Gänge. Manche Gänge sind fake. Ich hab Hebel. Hebel ist nice. Ich hab nix. Oh, hier ist wieder ein Gang. Oh, ja, aber da war nichts, da war ich schon drin. Da unten ist nix? Nee. Ah, mit dem Hebel. Ich finde halt alles, Alter. Meinst du, der Hebel ist der Guard-Schlüssel? Nein. Ja. Irgendwas muss doch mit den zwei Sachen da hüben passieren, sonst wären die ja nicht da. Ich brauche die irgendwann vielleicht noch. Vielleicht jetzt aber auch keinen Ort, wo man den hinlegen könnte. Ah, hier ist noch ein Gang. Ich sag ja, da musst du den Hebel unten reinmachen. Das hat nichts. Herr Futter, ich glaube, ich bin hinten an. Ich habe noch einen Gang. Ja, ich komme mal. Ah, das war eben zu. Da war ich eben. Das war eben zu, deswegen. Echt? Ja. Dann haben wir den Secret Gateway aufgemacht und oh nein, ich habe einen Bogen und zwei Pfeile bekommen. Juhu! Wie kommst du denn da hoch? Was zur Hölle muss ich abschießen? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Jetzt muss ich da hochspringen? Warte. Ja. Ah. Ich habe einen Bogen und zwei Pfeile. Siehst du irgendwas? Echt so geil. Also über den See kommen wir für keinen Fall rüber. Meinst du, ich muss gegen diese orangenen Dinger schießen? Nein, das sind Blöcke. Genau, das sind zwei Blöcke. Ja, was wär, nein, das sind Sandblöcke. Und es sind genau zwei Stück. Aber es gibt hier nirgendwo einen Knopf. Dann geht mal beide weg, bitte. Mach mal. Gut, geh mal weg, ich bitte. Ich glaube nicht, dass du da drauf schießen musst, siehste. Oh doch, muss er. Nee, da muss man nicht drauf schießen. Die kommen ganz von alleine raus. Ja, schalte, hier am Lava-Eimer, so. Ah, jetzt weiß ich, das eine ist Feuer, das andere ist Wasser. Jetzt brauchen wir noch einen Wassereimer. Ach so, okay. Oh, hat du gesagt, tot. Alter. Oh Mann. Alter. So, wo kriegen wir den Wassereimer? Also, es muss auf jeden Fall jetzt irgendwo so einen Gang geben, der sich gemacht hat. Ja, ich vermute mal, mit dem Lever kann man dann den anderen Raum aufmachen. Ich mach mal den Lava-Eimer rein. Vielleicht tut sich dann was. Frage ist nur, wo mit dem Lever? Oh, Scheiße, die Lava geht weg.
Mein Eimer ist auch verschwunden. Ah ne, sie sind ganz verschwunden, aber guck. Einfach überall dagegen laufen. Ich habe alles ausprobiert, da ist nichts eigentlich. Ich glaube nicht, dass die hier Warp-Toren eingebaut haben. Irgendwo überall mal dagegen. Aber ich sehe auch noch nicht, wo man den Hebel hinsetzen kann. Ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt. Ich glaub, die Lava ist da jetzt drin. Okay, ja. Gut. Jetzt brauchen wir dann noch Wasser. Was haben wir draußen genug? Aber kein Eimer, du Elt. Ich weiß jetzt nicht, wo man hier noch suchen muss. Was für Schwierigkeiten sein? Da hüben, da, was ist da? Ah, ne, das ist der Eingang. Wenn es so leicht gehen würde. Naja, also wir müssen da drin suchen. Das war der Lavaraum. Das ist mir, Alter. Du kannst aber hier nirgendwo einen Lever gegensetzen. Du hast ja nur eine Chance, gell? Du kannst ihn ja nicht abbauen. Du kannst ihn wahrscheinlich aber auch nirgends hinsetzen, wo er falsch ist. Der Block hier, der sticht irgendwie so raus, finde ich. Welcher? Der hier. Der hier. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Der hier. Lass jetzt mal dagegen, Markus. Weil es ja, ist eine Fackel daneben. Es ist ein anderer Block wie alles andere. Setz mal oben drauf auf den. Oh, und weg. Okay. Suche den neuen Secret Gang. Suche und finde ihn. Das heißt, das war schon mal nicht falsch. Ich hab ihn. Der Eimer, da war in der Truhe drin jetzt plötzlich. Achso, jetzt, okay. Ich brauche Essen, Alter. Ja, ich auch. Warte, hier, sterb einfach, hier. Dann bist du wieder voll. Markus? Reicht, glaube ich, nicht mehr, um mich satt zu kriegen. Ja, nope. Zur Not habe ich noch zwei Brot hier. Ach, ich bin gerade so satt. So, und jetzt? No. Ankippen. Cool. Magics. Geiler Scheiß. Secure God Key. Okay, und damit müssen wir jetzt wieder fort zum Tor und das in den Dropper reinlegen. Ein Dropper? Ja, Dropper. Ich glaube, wir hätten vorhin aber irgendwo noch das Ding suchen müssen. Wo? Da rein? Mhm. Drin. Ich habe mal in die Mitte gelegt. Mag nicht. Hey Guard, dein Key ist da drin. Eben, warum machst du nichts? Der schwätzt auch nicht mehr mit uns. Das ist jetzt aber kacke. Das ist der Schlüssel. Escape with T. Hello Adventure, I'm sorry, but you can't let into the village because the gate locked. The gate key is in the chest, but to open I need the gate car. Okay, if you get the village must find somewhere in that cave. They are lost. Gib mal dem Typ den Schlüssel. Ja. Soll ich dir den Schlüssel geben? Keine Ahnung, nimm ihn in die Hand und sprich ihn an. Nein. Kannst du ihn in die Chest reinlegen? Da, hierher, Sven. Sven, hierher. Ja, mach die mal auf. Hier, mach du auf. Ja, mach die doch mal geht auf. Geht denn, du brauchst den Guest-Schlüssel. Achso, ja, ist ja, genau. Da, die muss ich jetzt da. Ach, genau, und da ist der Gate-Key drin. Aha. Hat er doch erzählt. Ja, eben. Die Guard Key braucht, um Ding aufzumachen, um die Geld Key zu nehmen. Und jetzt such mal Santa. Mann, sind wir doof. Ja, ich. Nicht du. Du kannst dich übersetzen. Follow the Candy Canes. Okay, da stand irgendwas von Follow the Candy Canes. Was sind Candy Canes? Santa Holmes gefunden.
Santa Claus um. Ist er daheim? Ja, ist er. Santa Claus! Finally! You have arrived, the naughty elf Noel stole. Was? The naughty elf Noel, also der gefallene Elf Noel, hat was gestohlen. Rede mit meinen Elfen, um sie wiederzufinden. Du musst alle drei Materialien finden. Bring sie zu meinem Arbeitsplatz. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Was müssen wir suchen? Drei Materialien. Was okay, ist? Kuchen. Das müssen wir hier Feuer. Das Haus die Elfen haben es. Die Elfen haben es in der ganzen Stadt verteilt, hat er gemeint. Hä? I must talk with elf before eine Ente. Sven stirbt. Ich hänge in der Wand. Oh mein Gott. Ich wurde einfach in die Wand gebackt. Hello, Quingles. Was? Elf Quingles. Oh yes, I did see him. Ich bin wieder hier. An hour ago I saw him running by the window. I don't really know. Oh, leck mich doch. Ich muss auf Deutsch übersetzen, das wäre einfacher. Oh ja, als, ich habe ihn... Als Englisch vorlesen, dass du es auch nicht kannst. Die Schnauze. Ja, ich habe ihn gesehen. Von einer Stunde ist er am Fenster vorbeigerannt. Ich weiß nicht genau, wie ich dir helfen kann, aber ich habe ihn gesehen. Oh, hey, ist cool, ne? Der macht Headbanging. Oh, he looked really, really naughty. Was heißt naughty eigentlich? Ja. Naughty. Okay. Oh, ich kann das heißt, er ist am Fenster vorbeigelaufen, das heißt, er wird wahrscheinlich in dem Haus hier sein. Hi, Figgy, have you seen Noel? Ja, ich habe ihn gesehen, er ist hinter den... Hinter Candybones Haus vorbeigerannt. Wir sollen ihn mal fragen. Ist das hier Candybones Haus? Nee, Santa Workshop. Wo ist Candybone? Ist der gegenüber? Candybone! Okay, dann sollen wir Candybone sehen. Alter! Juhu, Candybone! Hello! Ja, ich habe ihn gesehen, but he is small cave inside the mountain behind you, my house. Er hat übrigens gesagt, nein, er hat ihn nicht gesehen. I haven't, aber es ist ein schmaler Käfig hinter ihm. Was? Ein schmaler Käfig? Leck mich doch. Eine kleine Höhle übrigens heißt es. Psst. Ja, ich glaube, er meint die da oben. Wo hier oben? Na, oben halt. Und wie kommen wir da wieder hin? Klettern. Das wird wieder lustig. Wir können uns gegenseitig wieder hochschlagen. Ich würde die hier nehmen. Ja, hier. Ja. Okay, wir wissen, dass deine Höhle ist. Der meint die da oben. Welchen Weg sehe ich nach da oben? Gar keinen. Aktuell gar keinen. Schlag mich mal hoch. Soll, dann ist einer oben. Ja, zwei kriegen wir hoch. Nein. Was hat er noch gesagt? Dann lese es, dann weißt du es. Okay, da ist eine kleine Höhle in dem Berg hinter meinem Haus. Das habe ich schon gemerkt. Aber wie man da hinkommt, hat er nicht gesagt, oder? Nein. Jetzt fange ich an zu verhungern. Macht man einfach mal Futur-Style und geht einfach mal in die Höhle, sagt ihr. Ja, fände ich gut. Ja. Juhu! Wie hast du das gemacht? Tja, Mann, Magic, das ist Dach geklettert. Magic. Achso, jetzt habe ich den Weg auch gesehen. Aber ich kann nicht rennen, das ist total unfair. Ich kann nicht rennen. Da brauchst du auch nicht rennen, das ist kein Jump-Run. Okay, man fällt einfach runter. Be aware of danger. Danger. Do not enter. Don't go. Danger. Keep out. Don't go here. Ich nehme mal mein Schwert. Falls noch jemand kommt und mich schlägt, kriegt ein Schwert in die Fresse. Alter, das Schwert macht 4 Leben extra. Das ist ja mal eine geile Sache. Oh, how did you find me? Wie habt ihr mich gefunden? I really told Santa, I don't know. Hey, Sven. Okay, ich hab Santa erzählt, ich weiß wirklich nicht, wo all diese blöden Weihnachtsgeschenke, Materialien sind. Und dann sagen wir, oh, wir haben genug davon. Wir wissen, dass du sie irgendwo versteckt hast. Warum kannst du uns nicht einfach sagen, wo sie sind? Nein! Die Kinder verdienen meinen Code. Ich will nicht wissen, was er das sagen wollte. Code nicht? Kohle. Kohle wollte er sagen. Aber wenn du meine 4 Stückchen von meiner Kohle findest,
in seiner behinderten Höhle. Dann bring die zurück und ich werde dir einen Tipp geben, wer du diese behinderten Sachen finden kannst, die der Weihnachtsmann für seine Geschenke braucht. Behind heißt nicht behindert, ne? Was? Behind heißt nicht behindert. Ich habe gesagt, Hint ist der Tipp. Und ja, ich spreche Umgangssprache, ich habe nicht Wort für Wort übersetzt. Ja. Yeah. Was ist das hier? Ein Feuer. Was ist das hier? Ein Ofen. Jetzt müssen wir in die Naughty Cave gehen. Wo ist die? Keine Ahnung. Nördlich. Nein, Naughty hat nichts mit nördlich zu tun, glaube ich. Nee, nicht, dass ich wüsste. Da muss irgendwo noch eine Hülle sein. Da hat der Kohle verloren. Das ist ja auch ein Lappen, warum verliert er auch Kohle? Wer verliert schon Kohle? Es gibt so viel Kohle, also wenn er ein bisschen Boden graben, hat er wieder Kohle. So ein Lappen. Nein. Ich will wieder rennen können, dann ist einiges chilliger. Ich habe noch ein Brett. So. Das war es jetzt aber auch in meiner Nahrung. Oder meint er die Höhle dabei sich? Ich weiß es nicht. Du hast es übersetzt, nicht ich. Ja, Naughty Cave. Stupid Christmas Gift Materials. Was? Naughty? Was heißt Naughty? Gefährlich oder was? Nein, das ist dangerous. Okay, wir müssen vier Dinge in seiner behinderten Höhle finden. Also müssen wir wieder in seine Höhle. Ich weiß nicht, ob das seine Höhle ist oder ob der eine andere Höhle meint. Hat er so eine Geheimhöhle? Ich selbst keine gesehen jetzt. Auch noch nicht. Teleportier mich mal bitte. Sven. Ja. Shit. Oh. Aber in seiner Höhle kannst du nichts machen, die ist so winzig. Weißt du, das ist eine Enttäuschung. Der verarscht uns, wir müssen ihn töten, bestimmt. Hey, der Schneemann bewegt sich. Ja, die bewegen der sich alle. Jeder Schneemann bewegt sich. Bewegen sich alle. Also in der Höhle ist nix. Also alle ist ein Frosty. Ich glaube, die kann man auch craften. Aber nicht intact, leider. Wo ist diese Dreckshöhle? Vielleicht die alte? Man weiß es nicht. Nein, man weiß es echt nicht. Ich sehe hier auch keine andere Höhle. Wir müssen Kohle finden. Naja, hat der vielleicht ein eigenes Haus? Müssen wir gucken. Also hier ist Santas Workshop. Oh, jetzt bin ich tot. Ich bin irgendwie auf Wand geglitscht. Oh, dann habe ich euch da gerade reingeglitscht. Ja, dann habe ich euch da gerade reingeglitscht. Ich war aber ganz weil ich versucht habe, in den Workshop zu laufen. Ja, ich bin auch tot. Sven, teleportierst du uns mal? Ich will doch einfach mal euren Spawnpoint hierher setzen. So, hier ist ja. Santas. Was Santas Bakery? Was teleportieren uns mal? Was war? Was habt ihr jetzt? Oh. Ich hab nichts gemacht, ich bin zurückgespawnt. Ja, gefällt, tut mir leid. Das hab ich gemerkt. Wir haben noch 8 Minuten, Leute, dann müssten wir mit der Map durch sein. Warum? Hätte irgendeine Shithöhle. Damit wir 40 Minuten haben. Vielleicht in dem Schneemann da, den großen Schneemann da. Kannst du der Schneemann sein? Ohne Scheiß, da oben ist einfach das ist eine Kiste. Drin. Ich schwör, da ist eine Kiste drin, Alter. Wo denn? Alter, das ist echt eine Kiste. Auf dem Schneemann oben drauf. Wie wir sind da hochkommen, habe ich eben schon probiert. Ja, das ist die Frage, ne? Ja, außer, ich glaube, da hinten könnte eine Höhle sein. Ui. Ich dachte schon, Alter. Da ich eigentlich alles abgesucht. So, mir kommt. Ne, man kommt da nicht hoch. Im Lab da kommt man da nicht hoch. Mit Goldcoins, das kann man dann kaufen für Säfte. Geschwindigkeit. Wings. Ja, ob man irgendwo Jump Boost kriegt. Ne, kriegst du nicht. Kriegst du nirgendwo einen Jump Boost.
Was? Au. Ja, wenn man reingeworfen wird, man teleportiert. Du hast uns sehr getan, Hutor. Ja, nervt nicht. Ja, dann such doch mal die behinderte Hülle mit dem Naughty und so und Kohle. Was heißt Naughty? Google meint, das ist scheiß Wort, dann müssen wir wenigstens, was das heißt. Okay, ich google dir Naughty. Wenn du dann zufrieden bist. Fiesers. Naughty ist ungezogen, böse, unartig, unanständig, böse, frech, neckisch, wertlos, nichtsnutzig. Also Markus. Naughty Markus wäre eine Doppelnennung. Nein, nur Markus. Wenn er irgendwie frech, böse beleidigen würde, einfach Markus. Hier gibt's keine Höhle mehr. Das kostet mich schon an. Und ich habe kein Essen mehr, weil ich wette, dass einfach diese scheiß kleine Mini-Höhle von dem unserem ist. Glaube ich nicht. Das muss ja die Höhle sein. Da ist aber oh, ich habe eins der Kohle dort gefunden. Wo? Der Futter hat ja die ganze Ding abgesucht und hat ja keine Kohle gefunden. Wo hast du sie gefunden? Ah, wie ich es gesagt habe, Alter. Einfach so in einem Dropper. Aber in der ganzen Höhle ist ja nichts, Futter. Oh, Schnauze. Schon okay. Was bringt uns eins? Uns fehlen vier. Nein, noch drei. Schau, ich habe ein Naughty Kid Call. Ja, wo hast du das jetzt gefunden? Da? Ne, da! Ja. Achso. Ich dachte. Was ist das hier, Alter? Redstone. Ja, schon, aber warum? Auch. Ah, Call gefunden. Naughty Call. Hä? Oh. Du musst einfach echt schon in jedes Loch reingucken. Och ne, jetzt habe ich das Schwert fortgeschmissen. Opfer. Weh, Alter. Jedes ich Loch reingucken. Ich ein Schwert. Jedes Loch reingucken. Ich glaube, ich habe hier auch eine. Ja, ab. Hä? Da ist ein Furnace. Hast du den da schon, Markus? Der da hängt und nichts drin ist? Ja, den da ist nichts drin hier. Welchen? Da ist auch irgendwie ein Furnace in der Wand. Da ist nix. Hier, da nee, in dem Loch. Ja, da ist aber nichts drin. Ne, da hatte ich nicht. Ich hatte den am Kamin. Da und da. Was ist da? Hm. Jetzt haben wir schon zwei, uns fehlen aber noch mal zwei. Hier oben, glaube ich, bin ich durch. Ah, gefunden. Alter, das ist ja mies, Alter. Was? Da, komm her. Da, was? Das ist dieses kleine schwarze Ding, Alter. Zeig mal, Alter, wo? Das ist mies, Alter. Wir müssen denn echt jeden Millimeter abchecken. Wo hast du geguckt jetzt, Markus? Das mini kleine Loch da. Warte, nein, das hier. Das hier da. Das kleine schwarze Punkt. Da habe ich doch gerade gedrückt gehabt. Achso, ja, oben nicht. Scheiße. Ich habe links und rechts, ich habe aber nicht oben gedrückt. Ja, das, ja. Dummheit, ne? Ah, und den im Ofen hast du schon, oder was? Den im Kamin habe ich schon, ja. Also haben wir jetzt drei, jetzt brauchen wir noch eins. Ja. 2 plus 1 macht 3. Krass, Futter, ne? In den Feuern drin, Alter. Mann. Denk nicht. Ich denk, das ist nochmal so ein richtiger Mongo-Ding, so auf so einer richtig kleinen Ecke. Naughty hat den, Alter. Ja, deswegen gut, fies. Alter, ist das ein Scheiß. Das ist echt nicht ohne. Im anderen Kamin ist nichts drin, ne? Da oben ist aber wahrscheinlich nicht so. So, Naughty, mein Freund, wo ist dein viertes Stück Kohle? Ein schwarzes Loch, aber kein Ofen. Ne, hier ist nichts. Also ich finde auch bei Naughty unten nichts. Haben wir auch schon gesagt.
Über den Boden, Alter. Oh, was haben wir da? Bisschen komisch aus, verdächtig. Was? Ah! Yes! Da drinnen, Alter. Zeig mal, wo. Das schwarze Ding. Wo? Da. Ja, ah, ich hab's auch. Ich hab da schon voll oft reingeklickt, da. Ich hab's einfach nie getroffen. Alter, wie willst du denn da rankommen? Jetzt ja, auch, ah, okay. Ja. Gut, ja, jetzt müssen, jetzt müssen wir die wahrscheinlich bei irgendjemand sammeln. Bei ihm? Markus, ihm geben. Du hast eh schon drei. Da. Aldi. Oh. Aha. Danke, dass du meine Kohlen gefunden hast. Das heißt, dass ich dir jetzt wohl dann verraten muss, wo diese Materialien sind. Ich gebe dir dieses Buch mit den Positionen der Materialien. Ja. Und jetzt verliere Markus dich. Hat's. Markus hat's. Ich hasse Weihnachten. Gib her, Markus. Erstmal Teil, es ist ein... Gib mir das Buch! Bakery's Roof. Halt die Schnauzen jetzt! Alter. Was? Bakery's Roof? Da waren wir oben drauf. Ja, Bakery's Roof ist ein Material. Ja, wahrscheinlich jetzt erst. Du kannst eh nicht lesen, Alter. Die Schnauzen. Ja. Gut. Gott. Ja, ich hab mich getötet. Okay. Doch gut so. Oh, hast du deinen immer noch nicht hierher gesetzt? Nein. Dann laufst du, dann hast du Pech gehabt. Alter, Schnauzen. Hey, in der Bäckerei gibt's Kuchen. So, ich bin oben auf dem Dach. Ich muss wahrscheinlich irgendwas drücken. Butter, wo ist das zweite Material? Ja, gehst du unten erstmal eins, ne? Gehen wir als nächstes. Boah, das geht schneller, Mann. Schneller. Jetzt sag, Alter. Ja, ich komme ja. Sag jetzt, nicht kommen, sagen. Das nächste Material, enter the workshop store and get upstairs to search it. Ich weiß, the floor. Wie man zum Schneemann hochkommt, muss einfach nur hinter die Leiter hochgehen. Ich hab einen Colorball. Ja. Aber da oben so, ist du nix. Hast auf der Bakery gesagt, oder? Auf der Bäckerei, ja. Aber hier oben ist ja nichts, oder? Hast du was denn? Nee, ich bin nur gerade in die nächste Zwischenetage gesprungen. Müsste eigentlich so eine Kiste sein, oder? Ja, voilà. Und hier auf der nächsten ich habe Etage, hier oben. Ist auch wieder keine Kiste. Oh. Die Etage ist... Hä? Ist das so ein Motherfuckers-Spiel jetzt, ja? Ist bestimmt hier irgendwo verbaut, die Kiste. Was, wo müssen wir noch gucken? Das erste, das zweite Material, wer ist der Material? Ich hab's gefunden. Alter! Alter! Wo jetzt war's denn? Ich hab auch den Colorball gefunden beim Schneemann. Ja, wo denn? Wo war's denn jetzt? Jetzt fehlt nur noch das im Workshop, ne? Bäckerei, Bakery. Die haben wir schon. Dann Workshop, ja. Enter Workshop, upstairs. Achso, gib mal. Sollte der probieren, der die Dinge auch hat. Jo. Upstairs hat's gehießen. Finish Gift. Ah, hier. Fertiges Geschenk muss da rein. Dann kommen wir hier upstairs. Guck auch. Ah, hab's. Hä? Oh. Hier ist rote Wolle. Brauchen wir rote Wolle? Ja, fürs Geschenk. Jetzt. Hier ist schwarze Wolle. Und ich habe einen Yellow Stick. Alter! Toymaker. Wie geil ist das denn? Warte mal. Oben steht in der Beschreibung, wie man den bedient. Schritt 1, mach ihn an. Ich glaube, der ist an. Schritt 2, tu die Materials hier rein, in die rechte Kiste, alle drei Materialien. Wie kommt ihr da hoch?
Hast du alles rein? Wie seid ihr da hochgekommen, ihr Noob? Das war jetzt. Oh, great. Thomayer is making the last present. Thanks for finding. Danke fürs Finden der verlorenen Materialien. Jetzt muss ich wieder einen Text einblenden. Da du jetzt alle gefunden hast, müssen wir jetzt das rote, blaue oder graue Papier in die Kiste legen und wir sind fertig. Wir dürfen uns die Farbe raussuchen. Rot, Alter. Rot. Wie kommt ihr da hoch? Rot. Boah, bin ich jetzt behindert? Wie kommt ihr da hoch? Müssen wir das komplette rote nehmen? Ah, nein. So, jetzt müssen wir es zu Center bringen. He's waiting for us. Gift in Red Box. Hier, yeah, ich hab's. Und jetzt renne ich. Und zum Bösewicht jetzt noch. Ja, Santa hat sich uns so verarscht. Das tötet er uns mit seinem Schwengel. Oh, danke, dass du Weihnachten hast. Jetzt komme ich nicht rein. Ich glaube, ich spinne. Du bist gerade noch rechtzeitig. Jetzt bekommen alle Kinder ihre Geschenke. Willst du mich verarschen? Sein. Ich komme nicht ins Haus. So, jetzt guck auf die Alter, Zeit. Entschuldigung. 45 Minuten. Gehen. Auf Wiedersehen. Oh, und so nebenbei. Da ist ein kleines Geheimnis in meinem Haus. Brudi, ist voll die Party, ne? Ja, ich komm nicht rein. Echt jetzt? Nee. Oh Mann. So, irgendein Geheimnis ist in seinem Haus. Wir müssen es finden. Futter im Kamin. Nein, nicht im Kamin. Auch nicht hier. Ha, Futter, du bist gefickt. Ja, nein. Bestimmt wieder so ein Mega-Hitten-Shitten. Hittenschitten. Ja, Markus, du bist doch so gut im Finding von Hittenschitten. Hittenschitten. Hitten in die Hittenmitten. In die Hittenmitten, Muttenmutten. Hitten. Alter, Hitten. Das ist so crazy. Hittenschitten. Bestimmt ist eine CD und da kommt Last Christmas. Oh, wow! Nee. Wow! Hittenschitten! Wo bist du? Goldcoins, ganz viele Goldcoins. Und hier unten steht, thanks for playing my map. I wish you a Merry Christmas. New maps coming soon. Map made by Diamond Warte. Nick. Aber wir kommen nicht raus. Warte. Boom, boom, boom. Ich hätte gerne das Feuerwerk noch gesehen. Boom, 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 boom. Ey, das Feuerwerk explodiert im Keller. Ach so. Video. Aber wir kommen boom, eh nicht raus. Boom, boom, ich bringe uns die Goldkörner, wenn wir nicht rauskommen. Boom, 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 boom. Boom, 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 Party boom, boom, yeah. Gut, das war's Leute mit der Adventure Map. Wir haben 6 Minuten länger gebraucht, als die davor geschrieben haben. Eingesperrt. Ja, die zwei sind jetzt im Keller, geben endlich Ruhe und wir beenden hier die Map. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wollt ihr auch noch was sagen? Nein.